Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Heute soll es darum gehen, warum die Klontruppen Jedi-Meister Ki-Adi-Mundi gefürchtet haben. Vorneweg, Ki-Adi-Mundi war ein angesehenes Ratsmitglied und er war, so wie einige andere Jedi, einer dieser Jedi, der seinen Klonen nicht nur Befehle gab, sondern sie auch aktiv ins Schlachtfeld begleitete und sie an vorderster Front unterstützte. Wir merken zwar in der Clone Wars, dass dies Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi genauso getan haben, allerdings war dies eher eine Seltenheit, denn die meisten Jedi-Generäle blieben zurück, überwachten die Situation und ließen ihre Truppen für sich kämpfen. Das lag einerseits daran, dass viele sich nicht aktiv an dem Krieg einmischen wollten, andere wiederum die Auffassung hatten, dass sie Friedenshüter waren und dadurch nicht aktiv mitkämpfen durften und wieder andere eben die Klone als mindere Lebensform angesehen haben und dadurch gedacht haben, sie müssen eh nicht ihr eigenes Leben dafür aufs Spiel setzen. Während Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi wahnsinnig charismatisch mit ihren Truppen umgegangen sind und sehr freundschaftliche Basis agiert haben, befehlt haben und das alles eigentlich ziemlich gut harmoniert eingespielt war, war es bei Ki-Adi-Mundi etwas anders. Ki-Adi-Mundi war ein Meister seiner Lichtschwertform. Er war ein Meister darin, das Schlachtfeld zu betreten und er war ein gefürchteter Krieger. Und auch seine eigenen Klontruppen bekamen mit, wie stark er eigentlich war und was für ein guter Krieger er war. Doch anders wie Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi war die Beziehung zu seinen Klonen nicht so freundschaftlich und charismatisch, sondern Ki-Adi-Mundi war eher ein zurückhaltender, stiller Mensch, der noch dazu keine Angst vor dem Tod hatte, denn Ki-Adi-Mundi war davon überzeugt, dass es seine Ehre war, auf dem Schlachtfeld zu sterben und eins mit der Macht zu werden. Dadurch sahen seine Klontruppen einen unerschütterlichen Krieger, der wahnsinnig stark war, nie Angst hatte, in die Schlacht zu ziehen. Und das machte ihnen teilweise ein bisschen Angst. Vor allem, weil er die Klone sehr distanziert behandelte. Er hat niemals die Einstellung gehabt, dass sie untere Lebensformen wären und seiner Anwesenheit nicht würdig. Sonst wäre er ja niemals mit ihnen ins Schlachtfeld gezogen. Allerdings behandelte er es als eine sehr distanzierte Beziehung. Doch über die andauernden Jahre des Krieges war er dann nach einer Zeit mit seinen Truppen schon etwas mehr zusammengewachsen und sie begannen ihn zu mögen als Krieger, als Verteidiger, als jemand, der mit ihnen an der Front stand und mit ihnen kämpfte. Und Ki-Adi-Mundi selbst hielt inspirierende Reden über Schlachten, aber auch darüber, dass die Klone ein Individuum seien, so wie er und alle anderen, und darüber, dass in seinen Augen alle gleich behandelt werden sollten. Das war auch einer der Gründe, warum viele seiner Soldaten zögerten, ihn bei Order 66 umzubringen, da viele dann zu der Zeit schon ihn nicht mehr gefürchtet haben, sondern ihn als Commander respektiert haben und ihn teilweise dann auch schon geliebt haben als Anführer und einfach super toll fanden. Aber was denkt ihr über die ganze Sache? Lasst mir eure Meinung gerne unten in den Kommentaren da. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video gerne ein Like und den Kanal ein Abo da. Das zeigt mir einfach, dass ihr feiert, was ich tue und würde mich auch mega unterstützen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.